So, fertig bin ich mit der alten Höhle. Jetzt gehe ich erstmal wieder nach draußen. Die wichtigen Sachen habe ich ja mitgenommen. Muss ich mal kurz schauen. Da geht es wieder nach oben. Und ich glaube, da geht es auch gleich, wenn man. Genau, da kann man gleich nach oben gehen. Wenn man dahin geht, dann nach rechts und dann. Dann haben wir erstmal dieses verwirrende Dungeon hinter uns. So, jetzt sind wir wieder im Keller. Großvater ist leider gestorben. Der stirbt ja dann, wenn man das Geröll vom Eingang da wegmacht. Genau. So. Das wär's dann gewesen, die Anfangs-Dungeons. Aber ich glaube, das sind noch zwei Dungeons übrig. Nee, sogar zwei. Genau, Tempel der Gala und die Orks. Ich werde mich jetzt aufmachen, die Orks anzugreifen. Ah, das Gold brauchen wir nicht. Rationen. Da habe ich nicht genug irgendwie. Glaube ich zumindest. Oh Gott, alles schwarz. Oh. Na? Jetzt geht's über die Brücke. Yay. So. Gehen wir mal in die Stadt zurück. Haben hier echt die Nacht durchgemacht. So. Ach, Moment. Jetzt habe ich ja ganz vergessen, mein Großvater, denn eine Antonius da. Na, okay, dann. Ich muss gerade mal überlegen. Ob ich ein paar Sachen zu verkaufen habe. Ja, habe ich. Dann stelle ich mich mal dahin. Warte nochmal bis 10 Uhr. Und werde jetzt einfach mal hier ein paar Sachen verkaufen. Die Uhr, die braucht man nicht mehr. Die Permut-Halskette brauche ich. Das große Schild verkaufe ich mal. So, was kann ich denn. Irgendwas muss ich einkaufen, damit ich wieder verkaufen kann. Oh, nein, 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 auch nein. Na gut, dann werden wir mal die Sandalen kaufen. Wie das aussieht, ganz viele Sandalen. So, erstmal verkaufen. Das Kurzschwert, ja. Schauen, ob Egil hier noch was hat. Das Kettenhemd, genau. Und Nelvin. Ja, hat hier irgendwie nichts Spannendes zu verkaufen. Okay, ja, ich beende den Einkauf. Die Sandalen kannst du wieder haben. Brauche ich nicht. Und jetzt kaufe ich doch mal ein bisschen Nahrung. 21. 7. 8, 9, 10. So, Nahrung aufgeteilt. Und dann gehe ich nochmal zurück. Weil da kriege ich irgend so einen Schlüssel und Ruhe und ja, genau, so ein paar Sachen. So, wen haben wir denn hier? Vater Antonius, meine Güte, Tom Bombadil, wo bist du gewesen? Gerade in der Stunde, in der dein Großvater dich so sehr gebraucht hätte, warst du nicht hier. Ich habe dich überall gesucht und mir die Lunge aus dem Hals geschrien. Nun ist dein Großvater ohne deinen Beistand in Ballas Reich eingegangen. Ich hoffe, dass du wenigstens sein Grab auf dem Friedhof in Spanberg besuchst. Ach ja, bevor ich es vergesse, dein Großvater gab mir noch einen Schlüssel für dich. Er sagt, er passe zu der Kommode hier in seinem Schlafgemach. Ich mache ihn auf den Tisch in deinem Zimmer, auf den Tisch im Zimmer gelegt. Auf der Kommode. Ich gehe jetzt wieder nach Spanberg. Falls du mich suchst, ich bin im Tempelhaus der Heiler. Mit diesen Worten dreht er sich um und verlässt das Haus. Auf den Tisch? Auf welchen Tisch hat er denn gemeint? Kommode? Was?
Nee, da hat das nicht gemeint. Hey. Moment, hä? Ach, jetzt habe ich nicht richtig gelesen, auf welcher Kommode das war. Nee, das war die falsche Kommode. Auch die falsche Kommode. Ah, da ist der Schlüssel. So, dann kann man mal da oben hier den einen Schrank hier aufmachen. Halt, Tom Bomberlin hat die Ehre, den Schrank aufzumachen. In einer Schublade des Schranks findest du einen großen Pergamentblatt, einen Eisenring und eine Menge Gold. Eisenring, Testament und ein bisschen Geld. Benutzen. Hiermit vermache ich meinen Enkel Tom Bomberlin alles, was ich besitze. Das Haus mit jeglichem Inventar und das Land, auf dem es gebaut ist. Mein Vermögen ist nicht mehr groß, aber ich hoffe, es wird meinem Enkel einen guten Beginn seiner gefahrvollen Quest ermöglichen. PS, mein liebes Enkel, ich möchte dich noch ein weiteres Geheimnis anvertrauen. Hinter dem linken Kamin im Esszimmer befindet sich ein geheimer Raum. Glück und Frieden auf deinen Wegen. Dein dich liebender Vater, Großvater. Yay. So, das war der Raum, den ich ja am Anfang schon betreten habe. Aber da hat sich ja nichts dran geändert. Nee. Na gut. Geheimzimmer. So, jetzt werde ich erstmal nochmal ein bisschen trainieren gehen. Oder wie viel Prozent hat er denn? Hat er schon volle Prozent auf Attacke? Muss ich gerade mal schauen. 81, nee, da fehlt noch einiges. Halt! Erstmal eine Runde schlafen gehen. So. Trainer haben wir hier. Ist, glaube ich, noch zu früh, um zu trainieren. Ja, erst um 9. So, 9 Trainingspunkte. Das heißt, ich bin jetzt bei 90%. Das kann sich echt sehen lassen. Jetzt will ich aber nochmal diesen Eisen... Oh Gott. Ja, das hat sich voll gelohnt, ey. Die Abkürzung zu nehmen. Genau, ich wollte mal wissen. MBR. Wat? MBR. MBW? Lebenspunkte Max? MBW. Ich habe keine Ahnung, was MBW heißt. Vielleicht, wenn das irgendjemand weiß, kann es mir in den Comments schreiben. Aber ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, was das MBR. MBR? Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Der Gegenstand bewirkt hier nichts. Naja. Dann gehen wir jetzt mal ein paar Orks verprügeln. Attacke! Da oben gibt's irgendwo... Ihr hört gellendes Orkschrei, dann brechen eine Orks links und rechts von euch aus und Unterholzen greifen euch an. Attacke! So, die Strategie hier ist eigentlich ziemlich easy. Einfach alle lähmen. Und dann draufhauen. Ist eigentlich total die easy Strategie. Die Orks haben nämlich alle schon Attacke plus 2. So, den nächsten Ork lähmen. Mit dem hohen Magiebenutzwert ist das ja auch ziemlich krass.
Das ist ja schon fast Cheaten hier, ey. Mit dem Lähmungszauber. Stein auf Kopf hauen. Schöne Wälder da draußen. Yay. Ein Baum und noch ein Baum. Ja, hätte ich nicht lähm gezaubert, wäre das echt eine böse Kombi gewesen, die Orks. Dann müssen wir mal ein bisschen bewegen. Nelvin kann ja auch mal sein Glück versuchen. Oh, er trifft sogar. EG macht 3 Schaden. Ah, hier brauchen wir ganz schön viel. 93 XP, eine Kampfaxt. Nice one. Wie viel hat die denn? Angriff? 10. Und Langschwert hat 8. Na gut. Dann nimmst du das mal in die Hand. Beschlagenes Leder. Mal, da habe ich bessere Sachen. Die Nahrung nehmen wir mit. Kann man nämlich immer gebrauchen, weil ich muss sehr viel rasten. Mal kurz schauen. Ah. Ich habe eine bessere Strategie für die. Da habe ich zwar dann weniger Gold, aber die Kämpfe dauern nicht mehr so super lang. So, gleich mal das Monsterauge am Start hier angezeigt, dass hier jemand ist. Ja, natürlich will ich kämpfen. So, machen wir erstmal Furcht auf den hier. So. Das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, hier Herr zu werden. Das Lustige ist, wenn die flüchten, man kriegt trotzdem die XP. Aber die Items nicht. Aber die Items sind mir jetzt nicht so super wichtig. Weil Gold kriegt man in diesem Spiel Unmengen. Das fühlt sich schon ein bisschen lame an hier mit diesem Furchtstrategie. Furcht kostet halt aber auch sehr viel Mana. Kannst also, wenn er voll geheilt ist mit seinen Mana-Punkten, gerade mal zweimal zaubern. So wie man es hier gerade sieht. So. Gehen wir erstmal eine Runde rasten wieder. Und eine zweite Runde. So. Weiß gar nicht, ob das auf den Ork-Anführer da geht. Also der, wo hinten steht. Ach, das ist der andere Eingang. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Oh, das ist ein schöner Gong. Hier steht ein großer Messinggong. Soll Nelvin draufschlagen? Ja! Nachdem der Widerhall des Gongs in den Höhengang verklungen ist, wird ein lautes Knirschen hörbar. Na, wo ist denn jetzt das Knirschen? Ach, da ist das Knirschen. So, ihr dürft da mal abhauen. Ihr habt die offizielle Erlaubnis dafür. Oh, der hat schon so hohe Rüstungsklasse, dass sie gar nicht durchdrungen werden kann. Und tschüss, auf Wiedersehen.
Nelvin ist aufgestiegen, weil Monster sich fürchten. Was? Nochmal Angreifer? Ihr bekommt Angst und haut ab. Ja, ja, wir haben die ganzen Orks vernichtet. Die sind alle tot. In Wirklichkeit sind sie alle abgehauen. So, Mana-Punkte wieder vollgeheilt. Gott, das kostet Ration. Wie viel habe ich denn? Vielleicht sollte ich mal die Ration Nelvin geben. So. Weil er verbraucht mir zwar nichts, aber... Hat nur ein paar Orks aufgedingst. Na, was bist du für ein Rätselmund? Oh Gott, wie lautet der Name des Blutgottes? Oh weh. Alas. Nee. Puh, das weiß ich jetzt gerade echt gar nicht. Wenn ich wüsste, wie man die Information rauskriegt. Na gut, dann gehe ich halt erstmal in die andere Orkhöhle. Pferd, wo bist du? Nein. Ich brauche jetzt mal Licht, so. Pferd, Pferd, Pferd. Ah, auf der Seite. Attacke! Als ihr euch aufmacht, den Vakanz umgehen, hört plötzlich eine Orkstimme. Irgendwo müssen diese Buntflügelwesen doch sein. Ihr habt es bei der Feuer doch selbst gehört, dass sich noch mehr davon hier aufhören. Ihr drei, du sucht jetzt die Höhle, die anderen suchen mit mir hier draußen. Kurz danach kommen ein paar Orks entgegen. Als ihr euch sehen, ergreifen sie ihre Waffen und stürmen euch. So, mal schauen, ob Furcht auf den hier wirkt. Ich probiere es einfach mal aus. Okay, funktioniert auch auf den. Perfekt. Gott, wie heißt denn nochmal dieser Blutgott? Balas ist es nicht. Habe ich wohl mit irgendjemandem vergessen zu sprechen. Deswegen weiß ich das jetzt nicht. Ork flüchtet. In einem Astloch findet Tom Bombine einen seltsamen kleinen Stein, der erstaunlich leicht ist. Seltsamer Stein. Boah, voll seltsam und so. Ork-Höhle. Gerade als die Höhle betretet, hört ihr eine Ork-Stimme von den Wänden widerhallen. Los, findet mir diese verdammten Feen. Wenn ich sie zur Reg bringe, wird er mich zum Oberhauptmann ernennen, denn dann werde ich nicht die Riesenmenge an Fraß zu schleppen haben. Oh, das ist so ein kleiner Bug. Muss man nochmal kurz rausgehen. Vielleicht heißt der ja Reg. Ich probier's einfach mal. Der Blutgott. Rätselmond, wo bist du? Ich habe eine Antwort für dich. Ich weiß noch nicht, ob sie stimmt. Reg? Ah, ist nicht die richtige Antwort. Naja. Aber wir... Tabos heißt der, oder? Moment. Tabos? Das ist auch nicht die richtige Antwort. Aha. Gott des Blutes.
Ragnarok? Ach, ich hab echt keine Ahnung. Da stehe ich jetzt mega auf den Schlauch. Auf den Schlauch stehe ich und da muss ich mal runter. Fackeln. Und es werde Licht und es kommen Orks. Tschüssi. Ja. Und tschüss. Ich bin der Ork-Schlechter schlechthin. So, jetzt erstmal eine Runde rasten wieder. So, die Fackel wieder aktivieren. So. Dann laufen wir hier erstmal rum. Ich kenne die Höhle auch nicht mehr so richtig. Na, was haben wir denn da? Ach, mein Auge schlägt aus. Oh, es zuckelt. Na, mal schauen, wo was ist hier so. Die Silpenhöhle. Tötet sie alle! Ja, ich will angreifen. Furcht. Den einen oder anderen scheint das etwas langweilig zu sein, aber es ist halt, wie gesagt, hier in dieser Situation die schnellste Art, hier weiterzukommen. Tom Bombolin ist Level Up. Level 12 schon. Nice. So, da geht's nicht weiter. Oh, das Auge schlägt hier die ganze Zeit aus. Oh, was ist denn das da? Moment, ein bisschen zur Seite und benutzen. An der Tür ist kein sichtbares Schloss zu erkennen, nur eine eigenartige dreieckige Vertiefung befindet sich darauf. Na, wir haben ein Dreieck gefunden, das ist eine dreieckige Vertiefung. Hm, müssen wir bestimmt ein Viereck reintun. Egil hat aufgeschlossen. Als ihr den seltsamen Stein in die Vertiefung einsetzt, hört ihr ein leichtes Summen und dann öffnet sich die Tür wie von Geistern. Schwupp, offen. Vor euch befindet sich eine große Karawane, in der ihr einige jungen Frauen erblickt. Das Seltsame ist nur, dass sie blaue oder grüne Haut und lange schimmernde Flügel haben. Als sie euch entdecken, fangen alle bis auf eine heftig mit ihren Flügeln anzuschlagen, worauf sie schnell ein rötliches Leuchten um sie herausbreitet. Dann zuckt plötzlich ein Lichtblitz auf und die sind verschwunden. Nur die eine bleibt in der Kaverne stehen und sieht euch mit großen, angstvollen Augen an. Hallo? Wer bist denn du? Bitte tut mir nichts, bitte. Ich bin Sariel und der Rasse der Silben. Ich bin hier geblieben, weil ich Hilfe für meine Schwester brauche. Hoffentlich war das kein Fehler, aber ihr kamt mir nicht wie Unholde vor. Schwester. Meine Schwester heißt Selena. Die Monster, die ihr Orks nennt, haben sie überrascht und ihr die Flügel gebrochen. Wenn ich stärker wäre und mit Waffen umgehen könnte, würde ich sofort in die Orkhöhlen gehen und sie befreien. Ich hoffe nur, dass sie überhaupt noch lebt. Ihr seid doch starke Krieger. Könnt ihr nicht versuchen, sie zu retten? Ich bringe euch auch unsere Sprache bei, denn Selena versteht eure Sprache so gut wie gar nicht. Kommt, es geht ganz einfach. Nana legt sie jedem von euch ihre Hände an die Schläfe und schließt dabei konzentriert die Augen. Dann sagt sie auf Silbisch und zu euch... Überraschung, versteht ihr jedes Wort. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Orks haben gleich hinter dem Eingang Höhle einen steinernen Kopf in der Wand.
der offenbar so etwas wie ein Torwächter ist. Er scheint sprechen zu können, allerdings konnte ich nicht verstehen, was er gesagt oder gefragt hat. Einer der Orks hat jedenfalls laut Ognat gesagt, bevor alle in der Höhle verschwanden. Ognat, okay. Ognat, dazu kann ich nichts sagen. Selbe Schwester. Silber. Um zu verstehen, wo wir herkommen, müsst ihr wissen, dass es an der Stelle, an der Lymion existiert, noch unendlich viele andere Welten in anderen Ebenen gibt. Sie sind nur durch dünne Barrieren voneinander getrennt. Wir haben herausgefunden, dass wir mit der Magie unserer Flügel diese Barrieren überwinden können und besuchen natürlich die anderen Welten. Wohl gefällt uns wegen der vielen glitzernden Dinge, die es hier gibt, denn wir lieben alles, was funkelt und blitzt. Doch nun ist meine Schwester von diesen schrecklichen Monstern gefangen genommen worden. Und wir haben jetzt große Angst vor eurer Welt. Oh, weia. Ich möchte eure Gruppe nicht weiterhin. Ich bete darum, dass ihr meine Schwester retten könnt. Sie bewegt ihre Flügel schnell wie ein Kalibri, wodurch ein plötzlich roter Schimmer um sie erscheint. Dann glüht dieser Schimmer einen Moment lang grell auf und alles verschwunden ist. Es ist auch die Silbe fort. Die Silbe, Silbe. What, Ork? Ork hauen? Orkhorn kann ich besser als vorlesen. Gerade voll gefailt. Naja, was soll's. Passiert. Oh, wow. So, erstmal die Orks abhauen lassen. Und tschüss. So, hier drin ist anscheinend dann nichts mehr. Wer tut auch eine Truhe wird hier bestimmt nicht sein. Aber jetzt weiß ich, wie der Blutgott heißt. Ognat, yay. Auf geht's zur Hölle. Da muss man also doch erst in diese Höhle gehen, um die Information zu kriegen. Auf geht's nach unten. So, jetzt gehen wir erstmal eine Runde nach oben wieder. Und dann wieder nach unten. Oder Osten, Süden? Süden ist unten. Ja, irgendwie so. Okay. Erstmal schlafen. Nee, geht noch nicht. Auf geht's, Pferd! Bring uns zu unserem Ziel! Speichern. Und speichern.